Ich liebe Videospiele. Klingt komisch, ist aber so. Für mich sind Games mehr als nur ein Zeitvertreib. Ich spiele nicht nur, ich beschäftige mich auch auf andere Art und Weise mit dem Thema. Mit dieser Serie hier zum Beispiel. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Spiel mal wieder. Nach einer viel zu langen Pause sind wir also wieder da und bevor ich jetzt ins Detail gehe und wieder einzelne Spiele vorstelle, möchte ich erst einmal über das Kernthema dieser Serie hier sprechen. Ganz recht, heute möchte ich mit euch über die Faszination Videospiel sprechen. Was begeistert uns an Games? Wo stehen Spiele heute? Wo geht es hin? Dies ist meine ganz persönliche Liebeserklärung an das Videospiel. Zunächst einmal möchte ich euch erzählen, wie ich überhaupt zum Zocker wurde. Alles begann in meiner Grundschulzeit, da hatte ich einen Freund namens Thomas und der hatte bei sich zu Hause eben eine PlayStation 1 und eine N64. Ich erinnere mich noch dunkel an ein Formel 1 Rennspiel, an Mario Kart und an irgend so ein Panzerspiel, ich glaube es war Battle Tanks für N64. Und das haben wir eben bei Thomas oft gezockt und für mich war damals Zocken noch sowas wie ein Highlight, weil ich eben keine Konsole zu Hause hatte und nicht jeden Tag bei Thomas war. Und immer wenn ich bei Thomas war, dann habe ich immer darauf gehofft, dass wir eben wirklich an die Konsole gehen, habe mich aber irgendwie nie getraut, es direkt anzusprechen, merkwürdigerweise. Und ja, spätestens bei Mario Kart war dann für mich klar, ich brauche auch eine Konsole. Und nach einigem Gequengel haben meine Eltern dann nachgegeben und naja, schaut, was aus mir geworden ist. Doch was fasziniert mich und vermutlich auch euch so an Videospielen? Das ist eine gute Frage. Vielleicht sollten wir uns einmal veranschaulichen, wie sich die Videospiele in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt haben und was ein gutes Spiel heute ausmacht. Videospiele haben bereits eine erstaunliche Entwicklung hinter sich. Die frühen Spiele wie Pong oder Space Invaders kann man wohl kaum mit aktuellen Titeln wie Uncharted 2 vergleichen. Oberflächlich betrachtet springt einem natürlich die grafische Entwicklung ins Auge. Pong, das waren zwei Striche und ein Punkt. In Uncharted 2 hat eine einzelne Schneeflocke mehr Details. Keine Frage, die grafische Darstellung von Videospielen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immens gewandelt. Aus 8 wurden 16-Bit, Games wagten den Schritt in die dritte Dimension und lassen nun bereits die frühen Pixar-Filme alt aussehen. Ein Kind in den 80ern würde bei dem Anblick eines aktuellen Spiels vermutlich in Ohnmacht fallen. Doch die Grafik ist nur der offensichtlichste Punkt, der für sich alleine genommen nicht das geringste geändert hätte. Pong in HD ist schließlich immer noch Pong mit demselben simplen Spielkonzept. Doch die grafische Entwicklung ging mit der steigenden Komplexität des Gameplays Hand in Hand. Ein gutes Beispiel dafür ist Super Mario Bros. Da der Bildausschnitt Mario folgt, fühlt sich das Spiel viel flüssiger an als beispielsweise Pitfall. Noch offensichtlicher wird es bei Marios erstem 3D-Abenteuer. Super Mario 64 schaut nicht nur ganz anders aus als Super Mario World, es spielt sich auch ganz anders. Schon alleine, weil man bei Sprüngen nun auch die Tiefe berücksichtigen muss. Das ist aber noch nicht alles. Inzwischen kann uns ein Videospiel eine Geschichte erzählen, mindestens genauso gut wie ein Buch oder ein Film. Schon Space Invaders hat damals vom Setting gelebt. Man stelle sich vor, man hätte die Erde nicht vor Außerirdischen beschützt, sondern lediglich Tontauben geschossen. Langweilig. Inzwischen kann man mit so einem simplen Setting natürlich niemanden mehr hinterm Ofen hervorlocken. Games erzählen heutzutage teilweise wahrlich epochale Geschichten mit glaubhaften Charakteren, unerwarteten Wendungen und allem, was sonst so dazugehört. In diesem Punkt werden Spiele oft unterschätzt. Als Spieler sind wir ja nicht zum Zuschauen verdammt. Wir sind selbst Teil der Geschichte. Und wenn uns das Spiel das Gefühl der Kontrolle entreißt, uns doch zum Zuschauen verdonnert, trifft es uns umso härter. Der Tod von Aeris in Final Fantasy VII ist das beste Beispiel. Ich wage zu behaupten, dass in Videospielen ein weitaus größeres Potenzial steckt, als es die meisten ahnen. Noch ist es ein weiter Weg,
Aber es deutet sich immer wieder an, dass Spiele unsere Gefühle viel direkter ansprechen können als ein Film oder ein Buch. Das größte Potenzial sehe ich darin, dass der Spieler eben selbst Einfluss auf die Handlung nehmen kann. In Heavy Rain hat jede Entscheidung des Spielers Einfluss auf die Handlung, die sich so in verschiedene Richtungen entwickelt und zu verschiedenen Enden führt. Selbst wenn einer der Protagonisten stirbt, läuft die Handlung weiter. Auch wenn Heavy Rain sicher noch nicht perfekt ist, verdeutlicht es doch, dass Videospiele anderen Medien etwas voraus haben. Die Interaktion. Doch leider hat unsere Gesellschaft das noch nicht begriffen. Videospiele gehören zwar inzwischen offiziell zum Kulturgut, aber für viele sind Spiele immer noch Kinderkram oder böser Frevel, Killerspiele eben. Was an sich ja schon ein ziemlich dämlicher Widerspruch ist. Aktuell gibt es hier in Deutschland zum Beispiel eine heftige Diskussion um das Spiel 1378, in dem man als DDR-Flüchtling entweder versuchen muss, über die Mauer zu kommen oder eben als Grenzsoldat versuchen muss, diesen Flüchtling aufzuhalten. Und obwohl Gewalt nicht die Lösung ist, ist natürlich wieder eine hitzige Debatte ausgebrochen. Und was mich besonders traurig stimmt, dass selbst Angehörige von Mauertoten eben nicht begreifen, dass auch Videospiele ja Geschichte vermitteln können und dass nicht alles bloß gleich Killerspiele und gewaltverherrlichend sein muss, bloß weil es ein Videospiel ist. Seien wir doch mal ehrlich, wenn 1378 ein Film gewesen wäre, hätte man vermutlich noch Beifall geklatscht. Ich finde, es ist wirklich an der Zeit, dass auch Videospiele Verantwortung übernehmen dürfen. Ich bin mir zwar nicht wirklich sicher, ob Entwickler bereit wären, ein Antikriegsspiel zu machen, und vor allen Dingen bin ich mir nicht sicher, ob der Markt dafür bereit wäre, aber hey, ein Versuch wäre es wert. Wer weiß schon, was die Zukunft bringt? Sind Dokumentarspiele wirklich so abwegig? Wie dem auch sei, es ist Zeit, sich endlich der Frage zu stellen, was uns an Videospielen denn nun so begeistert? Das ist nach wie vor schwer zu beantworten. Ein wichtiger Punkt ist sicher die große Vielfalt. Es gibt alle möglichen Genres, vom Rennspiel bis zum Rollenspiel, die sich auch noch in unzählige Subgenres unterteilen lassen können. Und alles lässt sich ja irgendwie kombinieren. Eine Horrorgeschichte kann ein Rollenspiel oder ein Jump'n'Run sein. Ja, wieso nicht sogar ein Rennspiel? Das wäre mal was Neues. Viele werden mir aber auch zustimmen und schätzen Spiele gerade für ihre Story und Atmosphäre. Ein absolutes Meisterwerk ist für mich ein Spiel, das mich emotional berühren kann. In Metroid Prime fühle ich etwa Samus' Einsamkeit, wenn sie auf sich allein gestellt den Planeten Talon 4 erkundet. Und in Metal Gear Solid spüre ich Snakes Schmerz, wenn er seine Mentorin eigenhändig töten muss, und da merke ich plötzlich, dass ich feuchte Augen bekomme. Auf der anderen Seite begeistern uns Spiele aber auch mit simplem Spaß. Ein Super Mario wird einen sicher nicht zu Tränen rühren, weiß aber mit seiner spielerischen Klasse dennoch zu begeistern und zaubert einem einfach ein Lächeln ins Gesicht. Und nicht vergessen, Freude ist auch eine Emotion, vielleicht sogar die wichtigste. Dazu können uns Spiele näher zusammenbringen, selbst wenn wir weit voneinander entfernt sind. Ich bevorzuge es ja immer noch, wenn meine Freunde wirklich mit mir im Raum zocken, aber dennoch ist Online-Gaming eine großartige Sache. Viele spielen Spiele schließlich auch aus einem Wettbewerbsgefühl heraus. Anstelle möglichst viele Spiele zu spielen, konzentrieren sie sich auf eines und perfektionieren es. Auf der anderen Seite gibt es Casual-Gamer, die nur zwischendurch eine Runde spielen wollen, um ein wenig Spaß zu haben. Und es gibt Leute wie mich, die Spiele nicht nur spielen, sondern auch weiterdenken und sich auf andere Art und Weise mit dem Thema beschäftigen. Und eines sollten wir nicht vergessen, egal wieso wir Spiele nun mögen und egal ob wir Casual oder Hardcore sind, egal welche Plattform wir am liebsten mögen, wir sind eine große Familie, die stetig wächst. Wir sind Gamer und ob es den anderen nun passt oder nicht, wir sind auch die Zukunft. Also lasst euch nicht von irgendwelchen konservativen Idioten oder pubertierenden Fanboys den Spaß verderben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr kommentiert fleißig, abonniert uns, falls ihr es noch nicht getan habt. Und seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin gibt es ja noch so einiges zu zocken. Also spielt mal wieder, euer Martin.